Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue Like Chorik. Like Chorik? Ja, ganz einfach. Der Dennis, der Grumpy Griller. Barbecue Like Chorik hat ein super Rezept für eingelegte Jalapenos gemacht. Und um ihn damit zu würdigen, mache ich das jetzt einfach mal nach und werde es testen. Natürlich werdet ihr auch das Ergebnis mitbekommen, weil das Interessante ist, in tatsächlich ungefähr ca. 3-4 Wochen brauche ich diese eingelegten Jalapenos. Das heißt, ich werde sie in meinem nächsten Rezept oder in einem dann meiner nächsten Rezepte verwenden. Und wenn es nicht schmeckt, kriegt ihr Dennis sie auf die Mütze. Und wenn es schmeckt, dann freut es mich umso mehr. Wie ich die jetzt genau mache, könnt ihr entweder in dem Video von Dennis gucken, das habe ich euch hier oben verlinkt, oder ihr bleibt kurz bei mir dran und ich zeige euch schnell. Als erstes nehmen wir uns 100 ml Essigessenz und verdünnen den so, dass er zum normalen Essig würde, sprich 1 zu 4. Das heißt, wir nehmen uns die 100 ml ist etwas drunter, das ist schon okay, und packen da das Wasser drauf. Damit hätten wir normalen Essig sozusagen und die gleiche Menge Wasser kommt noch dazu. So, hier im Topf haben wir jetzt diese 100 ml Essigessenz plus 300 ml Wasser, sodass wir normalen Essig haben. Dazu dann nochmal insgesamt 400 ml Wasser obendrauf, sodass wir den entsprechend verdünnt haben. Dann brauchen wir Salz. Er sagt einen Esslöffel, das heißt, wir nehmen jetzt einen halben Esslöffel, weil er die doppelte Menge Wasser genommen hat. Und einen halben Esslöffel Zucker. Jetzt kommt das ganze Geheimnis, was er hat. Man nehme sich Tequila und gieße eine ordentliche Portion da rein. Weiß ein halber Liter, nochmal 400 Milliliter ungefähr. Also jeweils ein Teil Essig, Wasser und Tequila. Das riecht hier wie in der Kneipe. Das Ganze kochen wir jetzt einfach auf. Das braucht jetzt eine ganze Zeit. In der Zwischenzeit haben wir aber einiges zu tun. Unten in das Glas haben wir jetzt so, ich sag mal, einen Teelöffel voll, einen gehäuften. Mit Einmachgewürz. Da habe ich sogar eine Fertigmischung genommen. Mit der bin ich bisher immer super zufrieden gewesen. Das heißt, ich probiere das einfach mal aus. Der Dennis selbst hat nur Senfsamen genommen. Aber ich denke, dass das auch Geschmackssache ist. So, dann Knoblauch. Zack. Kurz andrücken. Zack. Ich packe da zwei Knoblauchzehen mit rein, weil meine sehr klein sind. Die von Dennis war sehr groß. So, hier haben wir die frisch gewaschenen Chilis. Da machen wir es uns erstmal ganz einfach und schneiden oben den Strunk ab. Wenn ihr mit Chilis arbeitet, ohne Handschuhe, achtet darauf, dass er nicht anschließend in eure Augen geht. Das hat einen fatalen Nebeneffekt. Ihr werdet sozusagen den ganzen Tag nichts mehr sehen und geschwollene Augen haben. Anschließend werden die Chilis einfach nur klein geschnitten in Ringe. Dann die Jalapenos nehmen und ab ins Glas. So, und ich stelle gerade fest, ich gehe noch in meinen Keller und hole noch ein zweites Glas. So, ich sehe gerade im zweiten, das habe ich noch Platz. Na, das wäre ganz einfach. Dann nehme ich mir noch ein Zwiebelchen. Und dann experimentiere ich mit dem zweiten Glas. Das ist da auch mal was. Da packen wir noch die Zwiebel mit oben drauf.
Und wer ist denn das? Hier haben wir jetzt zwei Gläser. Eins mit Chilis und Zwiebeln und eins nur mit Chilis. Mal gucken, ob die Zwiebeln noch ihren eigenen Geschmack abgeben. Das werden wir sehen. So, der Sud kocht. Dann nehmen wir uns eine Schöpfkelle. Nicht ganz so voll. Und gießen auf. Also ich muss dem Dennis recht geben, die Tequila da drin ist, scheint was Feines zu sein. Ich habe natürlich nicht annähernd die Qualität des Tequilas genommen wie der Dennis. Das muss man ganz klar sagen. Ich war froh, dass ich überhaupt welchen im Haus hatte. Einmal umdrehen. Und zweimal umdrehen. Die Gläser packe ich jetzt nicht an, die sind mir zu heiß. Aber die lasse ich jetzt abkühlen. Dann gehen die in den Kühlschrank für, wie gesagt, 3 bis 4 Wochen bei mir. Vielleicht mal vorher mal es auch zum Probieren. Die halten sich ja dann auch eine ganze Zeit. Weil wenn sie nicht schmecken, muss ich mir ja tatsächlich noch welche kaufen. Aber ich bin da sehr guter Dinge, weil der Dennis, wenn er da was anpackt, dann macht er es richtig oder gar nicht. So, wenn euch das Video gefallen hat, mir hat es machen Spaß gemacht. Schmecken habe ich noch nicht gemacht. Wie gesagt, ich bin ja auch gar nicht so der Scharf-Fan. Ich lasse euch überraschen, was bei rauskommt. Lasst mir einen Daumen hoch da. Lasst dem Dennis auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Besucht seinen Kanal. Und wir sehen uns nächste Woche auf meinem wieder. Bis denne.